Hi, ich bin Stefan von GlobalTraveler.tv. Auf meiner Südafrika-Rundreise von Kapstadt nach Port Elizabeth bin ich heute das erste Mal in einem Nationalpark, in dem wilde Tiere leben. Der Ado Elephant Nationalpark ist etwas nördlich von Port Elizabeth und ist ziemlich groß und grün. Hier sind die Big Five zu Hause. Ich habe mich entschieden, hier mit dem eigenen Auto durchzufahren, weil leider die geführten Touren ausgebucht waren, aber das hat sich im Nachhinein als bessere Wahl herausgestellt. Ich hatte sogar die Möglichkeit, mit dem eigenen Fahrzeug ein Elefantenbaby samt Herde zu sehen. Und ich konnte selber entscheiden, wann und wo ich stoppe. Außerdem kannst du auf dem Gelände übernachten, was aber nicht sein muss, aber sicherlich keine schlechte Idee ist, weil du dann in der Nähe bist. Also wenn du möchtest, kannst du sogar auf dem Gelände zelten. Dafür gibt es ein eigenes Camp, was für den einen oder anderen sicherlich auch eine Wahl ist. Leider hatte ich kein Glück, habe keinen Löwen gesehen. Diese soll es hier aber jedoch auch geben. Dafür hatte ich das Glück, viele Elefanten und weitere Tiere hier zu sehen. Mach dir am besten selber den Eindruck, schau meine Bilder an und wenn es dir gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Auf meiner Webseite GlobalTraveler.tv findest du weitere Informationen, auch im Kanal weitere Videos. Ein Abo wäre toll, dann bleibst du auf dem aktuellen Stand meiner Videos. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kannst du die Warzenschweine sehen? Davon gibt es hier einige. Hier im Ado Elephant National Park darfst du an ausgewählten Punkten das Auto verlassen. Aber pass auf, es gibt überall Löwen.